Weiter geht's mit Pokémon Kolosseum. Und Shuckle ist Potros. Also Potros ist dieses Vieh mit der hohen Verteidigung, was Bären ist. Oder herstellt. Ja, keine Ahnung. Es hat was mit Bären zu tun. Aber ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, ich muss diesen Part Culpa besiegen. Wäre zumindest logisch. Okay, das fängt schon mal gut an. Zack, zack. Ja, mach es so rum. Das ist schon Typ Unlicht, echt? Okay. Was? Das war gemein. Weil er das gleiche wahrscheinlich nochmal macht, habe ich jetzt gewechselt. Ja, er macht das gleiche. Das war nicht sehr schlau von dir. Reicht das? Leider nicht. Ja, anscheinend kann das Phoenix anderes. Oh nice. Haha, jetzt müsste es reichen, wenn ich einfach nur A drücke, oder? Ja. Was haben die denn mit Solarbeam? Oder Solarbeam. Wird wahrscheinlich eher so ausgesprochen. Und das war's mit Kampf 1. Diesmal nicht ganz so schnell. Weiter geht's mit Kampf 2. Okay. Nö, nicht wirklich. Tillery. Und noch eine Explode, cool. Oder weniger cool. Was ziemlich stark ist. Kann man noch verkraften. Das hingegen weniger. Wie dumm war das denn? Okay, es wäre etwas Risiko gewesen, aber... Also wenn ich... Lol, wie viel es einfach abzieht. Doch auf! Ich mache es jetzt so wie vorhin. Er ist sofort tot. Das kann ja nur auf Espion gehen. Ach so, das ist nur so ein Paralyse-Move. Okay, habe ich Glück gehabt, trotz gesenkter Genauigkeit. Ja. Sag ich, jetzt klappt's nicht. Da ist es jetzt leider drauf gegangen. Damit kann man nichts falsch machen. Oder man kann vieles damit verspielen. Na, es reicht sogar. Das ist doch perfekt.
Und schon das Halbfinale. Gegen... Opel oder Opel. Los. Los, meine Pokémon. Holt diesen Sieg. Ich mache wieder das gleiche wie beim letzten Mal mit Morabe. Das trifft sich doch gut. Und die war... Ach, das ist der Verzweifler. Das reicht wahrscheinlich. Nee, nicht ganz. Okay, was hat sie noch? Gar nichts. Ich bin dumm. Aber ist egal. Dummheit wird nicht immer bestraft. Was du willst, ist egal. Es kommt darauf an, was du kannst. Und wie es prediktet habe, es ist Professor Culpa. Auch bekannt als Ein. Da kann ich wieder einen genialen Wortwitz machen. Zum Beispiel ein Endkampf. Ein Finale. Die waren. In den letzten Parts waren die Wortwitze so offensichtlich, dass sie niemandem aufgefallen sind. Was auch daran liegen könnte, dass sich das niemand anguckt, aber ignorieren wir das. LOL. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ich habe nämlich einfach so A gedrückt. Aus Versehen. Also nicht aus Versehen. Mit Absicht, aber ich habe vergessen, was im Spiel dann was passiert. Ey, warte mal. So, so und so, genau. Attack. Attack. Most importantly, Ferrek. Okay, das ist nicht Typ Unlicht. Typ Fluggift, glaube ich. Naja, ihm war es egal. Hier ist ein PlayStation Network. Also. Es zieht nicht viel ab. Respekt. Das war dumm. Oder ihm war es egal. Er denkt sich bestimmt, ach, ich verliere sowieso. Durch einen Regentanz müsste es jetzt reichen, oder? Nee. Und tschüss. Das geht jedes Mal so schnell. Der erste hat am längsten gedauert. Wusste ich eigentlich. Zack.
Yep. There's a rumor that Deep King is entered in the knockout tourney at the Deep Colosseum. Look, you've got to enter to and show up his highness. Der Betreff. Deep King? Deep King, Deep King. War immer Fragezeichen, nicht schlecht. Ja, dann im nächsten Part gibt's den Kampf gegen Deep King. Wahrscheinlich. Dann tschüss.